Hallo und herzlich willkommen zu meinem Crashkurs fürs Bio-Abi. Wir befinden uns in der Rubrik Typische Lehrerfragen und wollen hier insbesondere für die Bestnoten in der mündlichen Mitarbeit arbeiten. Wir sind im Bereich Typische Lehrerfragen ATP-ADP-System im Bereich Leben und Energie und natürlich werden bei den Basiskonzepten hier insbesondere Stoff- und Energieumwandlung eine Rolle spielen, aber auch Struktur und Funktion. Die erste Frage, die habe ich in den letzten Videos zu Lehrerfragen schon öfter an euch gestellt, weil sie wirklich grundlegend ist. Und hier also jetzt noch einmal, wer die anderen Videos schon gesehen hat, der sollte jetzt hier in der Lage sein, diese Frage ganz schnell zu beantworten. Was ist ATP und warum ist es für die Zellen wichtig? Und da wäre die richtige Antwort, ATP steht für Adenosintriphosphat und ist die Hauptenergiewährung der Zelle. Dieses Coenzym dient als universeller Energieträger für zelluläre Prozesse wie Muskelkontraktion, aktiven Transport und biochemische Reaktionen. Und hierbei merkt ihr euch auf jeden Fall schon mal Coenzym und Energielieferant. Die ATP-Struktur könnt ihr hier sehen. Ich halte das mal kurz an, um euch die Phosphatgruppen zu zeigen. Das sind diese drei Phosphatgruppen beim ATP. Deshalb heißt es auch Adenosin-Triphosphat. Tri steht also für drei. Diese Phosphatgruppen, die sind miteinander verbunden über sogenannte Phosphatbindungen. Die sind energiereich. Und diese Energie, die hier benötigt wird, um eine solche energiereiche Phosphatbindung zu bilden, die kann eben, wenn das dann abgespalten wird, diese Phosphatgruppe genutzt werden für andere Prozesse. Denn ihr wisst ja, Energie geht nicht verloren. Wir schauen uns nochmal die ATP-Struktur in einer anderen Form der Abbildung an. Also ein anderes Modell. Hier seht ihr diese drei Phosphatgruppen und diese roten wellenlinigen Firmen. Das ist eben diese Phosphatbindung. Und wenn man jetzt sich diese Abbildung genau anschaut, diese Darstellung, dann könnt ihr dieses jetzt sicherlich auch selber erklären. Dafür gebe ich jetzt ein bisschen Zeit, um das mal zu üben und danach helfe ich euch damit. Ja, ihr könntet also sagen, hier steht ADP für das Adenosindiphosphat, welches zwei Phosphatgruppen beinhaltet. Dann haben wir dieses anorganische Phosphat und diese Reaktion zum ATP benötigt Energie. Und durch die Zugabe von Energie wird das anorganische Phosphat an das ADP-Molekül gebunden, um ATP zu bilden. Dadurch erhält das ADP-Molekül also eine dritte Phosphatgruppe und wird zu ATP umgewandelt. Es hätte auch diese Aufgabe kommen können, erkläre die hier angegebene Darstellung. Das ist jetzt natürlich einfach, es ist ja letztendlich nur die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, das ATP, beim ATP wird eine Phosphatgruppe abgespalten, dabei wird Energie frei und es entsteht das Adenosindiphosphat mit zwei Phosphatgruppen und einem freien Phosphatmolekül, welches dann insgesamt weniger Energie hat, denn diese Energie, die hier verloren gegangen ist oder abgegeben wurde, die kann nun genutzt werden für bestimmte andere Prozesse, zum Beispiel für aktiven Transport. ATP wird auch als Coenzym bezeichnet. Was ist das Besondere an Coenzymen, auch im Vergleich zu Enzymen? Auch hier wieder ein bisschen Zeit. Enzyme sind Proteine, die biochemische Reaktionen beschleunigen, indem sie Substrate binden. Wir sprechen auch von Biokatalysatoren. Coenzyme sind nicht proteinartige Moleküle, die Enzyme unterstützen, indem sie chemische Gruppen übertragen. Zum Beispiel eben so eine Phosphatgruppe. Im Gegensatz zu Enzymen verändern sich Coenzyme während der Reaktion und sind für Enzymfunktionen unentbehrlich. Coenzyme müssen also regeneriert werden, damit sie erneut für eine Reaktion genutzt werden können. Erkläre die hier angegebene Darstellung mit Hinblick auf die Regeneration von Coenzymen.
Dazu vergrößere ich euch nochmal die eine Abbildung hier. Das ist die ATP-Synthase, eingelagert in einer Membran. Im ADP-ATP-Komplex wird ADP durch die Bindung eines Phosphatrestes und zur Zugabe von Energie zu ATP regeneriert. Diese Regeneration ist notwendig, da Coenzyme in einer Reaktion chemische Gruppen, hier die Phosphatgruppe, abgeben. Diese Reaktion wird zum Beispiel während der Zellatmung oder der Photosynthese durchgeführt. Das dafür wichtige Enzym ist die ATP-Synthase. Und die sehen wir jetzt hier nochmal. Und anhand dessen möchte ich es nochmal kurz erklären. Ihr seht, die ist eingelagert in einer Membran, das ist also ein integrales Protein. Und im oberen Bereich hier abgebildet, seht ihr sehr viele Protonen und unten wenig. Das heißt, unten ist eine niedrige, oben eine hohe Protonenkonzentration und das generiert einen Protonengradienten. Und dieser Protonengradient ist letztendlich die Ursache dafür, dass diese Protonen durch diese Membran hindurch wollen und dabei diese ATP-Synthase zum Rotieren bringen. Und diese Rotation generiert ATP aus Adenosindiphosphat und Phosphat. So, das war's zu dem heutigen Tutorial. Hier geht es jetzt weiter mit dem nächsten Video. Dazu ganz viel Spaß. Wenn ihr euch den QR-Code, der hier abgebildet ist, einscannt, dann kommt ihr auch zu meinem Handbuch für die Lehrerfragen und Schülerantworten und könnt dann dort ganz organisiert nochmal weitere Videos euch anschauen. Ich wünsche euch wie immer an dieser Stelle viel Erfolg im Abitur. Ganz liebe Grüße. Tschüss, euer BioXE.